Wir laden Sie mit hierzulande wieder zu einem Ausflug ein. Der führt uns heute an den Rand des Hunsrücks. Wir wollen nach Hintertiefenbach. Das liegt zwischen Kirn und Idar-Oberstein, ziemlich versteckt in einem tiefen Tal. Pulverloch ist der Spitzname des Dorfes, weil es hier irgendwann mal in den vergangenen Jahrhunderten wohl ein französisches Munitionsdepot gab. Heute leben rund 315 Einwohner dort, die meisten von ihnen an der langen Hauptstraße. Eine Straße, die nur selten zur Ruhe kommt. Ganz schön viel Betrieb in der Hauptstraße. Durchgangsverkehr. Nichts, das ruft, bleib stehen und schaust dir an. Wenn man sich da mal nicht täuscht. Denn wer bleibt, der findet vielleicht genau hier sein Glück. Wie Nathalie Bernhardt, Nen Bunchuai und Manuela Schmidt. Die Schlosserei Bernhardt gibt es schon lange an der Hauptstraße, seit mehr als 40 Jahren. Doch neu ist, wer hier mittlerweile das Sagen hat. Nathalie Bernhardt, 32 Jahre jung, hat eigentlich Augenoptikerin gelernt. Doch ein richtiger Männerberuf war ihr lieber. Das Handwerkliche hat mir gefehlt und hier habe ich halt doch mehr Handwerk. Und es sind immer halt die Finger dreckig, das ist ganz klar, aber ich finde, es gibt abends, kann man die Hände waschen und dann ist das alles nochmal weg. Ne? Nathalie hat ihren Schlossermeister gemacht und den Betrieb vom Vater übernommen. So ganz begeistert war der erstmal nicht von der Berufswahl seiner Tochter. Ich habe ihr dann einfach gesagt, du weißt ja nicht, was du dir zumutest. Ne? Im Grunde genommen ist das für so ein Mädchen ein harter Beruf. Sie muss ja auch hier mit dem Personal und alles junge Kerle, die muss ja damit irgendwie zurechtkommen. Vorher hatte sie mit Frauen zu tun gehabt, jetzt hat sie es mit Männern zu tun. Also sie hat auch keine Probleme damit. Wahrscheinlich habe ich mehr wie sie. Hier, das prägt halt irgendwie ein bisschen. Ne? Und also in eine Großstadt oder weg möchte ich eigentlich nicht. Das ist so mein. Ich glaube, da wäre ich unglücklich, wenn ich wegziehen würde hier. Man muss nicht hier geboren sein, um sich daheim zu fühlen an der Hauptstraße. Auch in diesem Haus gibt es eine Schmiede, die Werkstatt von Manuela Schmidt. Die Goldschmiedin lebt erst seit 4 Jahren in Hintertiefenbach, weil sie hier ihre Vorstellung vom selbstständigen Arbeiten verwirklichen kann. Passt genau. Wir haben lange, lange gesucht nach einem Haus, in dem ich meine Werkstatt einrichten kann, da ich mich ja selbstständig machen wollte. Und da sind wir hier nach Hintertiefenbach geraten. Das war einfach das beste Objekt, das wir gefunden haben. Die Methoden sind heute anders. Aber die Liebe zu Schmuck hat Manuela Schmidt von ihrem Großvater geerbt. Damals hat sie Blut geleckt. Ich habe da auch schon immer als Kind schon immer rumgeknuddelt, habe Ringel gewickelt auf der Maschine und zusammengehängt, alles meinem Opa nachgemacht. Und bei meinem Onkel Bernd, der war Werkzeugmacher, immer bei ihm gestanden und zugeguckt. Und das war von Anfang an klar, dass ich Goldschmied werde. Und hier ist es so schön. Wir haben uns hier richtig sehr gut eingelebt. Und die Lebensqualität ist hier eigentlich sehr groß. Bis auf den Verkehr, der hier jeden Tag durchfährt. Aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön. Die Hauptstraße von Hintertiefenbach ist eine Kreisstraße. Für viele Autofahrer ist sie auch eine Abkürzung ins nahegelegene Idar-Oberstein. Das heißt viel Verkehr. Verkehr, der auch den Bürgersteig kaputt macht. Durch die Belastung. Hier fahren ja aufgrund der Straßenbreite, wenn sich zwei LKWs treffen, fährt ja mindestens einer über den Bürgersteig. Und die dauernde Belastung haben die Kabel nicht mitgemacht. Das passiert hier öfters. Dann haben wir kein Telefon für 2, 3, 4, 5 Tage. Und kein Internet. Nicht alle Autofahrer halten sich an die Regeln in der 50er-Zone. Wolfgang und Ulla Meier haben jetzt eine Messanlage installiert, auf eigene Kosten.
Die habe ich montiert, mit Strom versorgt von uns aus. Und um die Geschwindigkeit zu messen und eine Statistik zu erstellen, wie viele Autos hier pro Tag fahren. Es sind mittlerweile so um die 1100 pro Tag, die hier durchfahren. Und mal festzustellen, wie schnell die fahren. Und der schnellste liegt so um die 84, aber der Großteil liegt knapp über 50. Das ist Nen Bunshuai. Sie hat an der Hauptstraße eine neue Heimat gefunden und neue Freunde. Denen bringt sie bei, wie man thailändisch kocht. Nen ist in Thailand aufgewachsen und musste schon früh mit anpacken. Ja, ich esse Torte und dann ich muss lernen. Mama kann nicht kochen und dann Vater muss Geld verdienen und dann ja. Dann ich muss helfen. Ich habe 8 Jahre alt schon gekocht. Schon muss Reis gekocht und Eier gekocht und gemacht. Ne? Ja. Der Liebe wegen ist Nan in Hintertiefenbach geblieben. Gekommen ist sie wegen eines Jobs. 8 Jahre ist das nun her. Damals sollte sie die Mutter ihres jetzigen Mannes betreuen. Und da hat er mit mir gefragt, kannst du meine Mutter 2 Tage aufpassen? Ne? 93 Jahre alt. Da sagt er, ja, ein bisschen Geld verdienen, warum nicht? Und so kam es, dass die Hintertiefenbacher die Vorzüge der thailändischen Küche schätzen gelernt haben. Gekommen, um zu bleiben. Weil ein zweiter Blick sich lohnt. Auf die kleinen Dinge in der Hauptstraße. Nicht durchbrettern, sondern sich einfach ein bisschen Zeit lassen.